Hallo zurück und willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch alle Neuerungen des Updates One UI Version 3.1. Ich habe alle Neuerungen aufgeschrieben und wir werden jede einzelne Neuerung Punkt für Punkt durchgehen. Den Anfang macht Single Take. Wir haben hier als ersten Punkt haben wir Single Take, als zweiten Punkt haben wir Objektradierer, als dritten Punkt haben wir Autofokus und Exposure. Als vierten Punkt Multimic Recording, danach Augenkomfort, das habe ich euch bereits im letzten Video gezeigt. Dann kommt Schutz der Privatsphäre, das heißt, wir können Standortdaten aufgenommener Fotos vor dem Teilen entfernen. Vorletzter Punkt ist Private Share und zu guter Letzt haben wir den Auto-Switch-Modus bzw. automatischer Wechsel von den Galaxy Buds zwischen einem Galaxy-Telefon und einem Tablet. Diesen Punkt sage ich euch jetzt schon, kann ich euch leider nicht zeigen. Okay, dann lasst uns beginnen. Den Anfang macht Single Take. Wir gucken uns jetzt mal die Galerie an, denn ich habe Single Take schon aufgenommen. Das können wir hier an diesem Hinweis erkennen, dass da steht hier unten links Single Take 7. Dazu können wir nach oben wischen und dann werden alle gemachten Dateien sichtbar. Hier, das ist die Krone, das wurde ausgewählt. Das Telefon hat auch ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht. Eine Weitwinkelaufnahme. Des Weiteren haben wir dann hier ein Video. Wir können es an diesem kleinen Hinweis sehen. Da steht ja für Repeat. Ein 4 Sekunden langes Video, das immer wieder loopt. Ja, wir sehen es. Geht vorwärts und rückwärts. Dann haben wir dasselbe Foto, aber stilisiert. Das heißt in knalligeren, bunteren Farben. Hier haben wir noch ein Video, das geht 3 Sekunden lang und da haben wir das Symbol für Fast Forward, das heißt, es wird schneller abgespielt, wurde einfach beschleunigt. Und zu guter Letzt hat das Telefon ein 10 Sekunden langes Video gemacht in normaler Geschwindigkeit. Ja, das ging jetzt über die vollen 10 Sekunden. Ich werde es euch gleich im Anschluss zeigen, denn wir haben hier die Möglichkeit, ihr seht es bereits, Single Take und 10 Sekunden, wir haben hier die Möglichkeit manuell festzulegen, wie lange denn dieser Single Take Modus aktiv sein soll. Wir können 5 Sekunden auswählen als Minimum und 15 Sekunden als Maximum. So, das war Punkt 1. Gehen wir zum Punkt 2, Objektradierer. Das hatte ich euch bereits im letzten Video gezeigt. Ich habe hier nochmal was vorbereitet. Auf meinem schönen Teppich die Galaxy Buds Live. Wir klicken aufs Bearbeiten-Symbol. Wischen nach unten. Kommen zum Radierer. Wir sollen auf das zu entfernende Objekt tippen. Gesagt, getan. Zeige ich euch nochmal. Drauf tippen und wir kriegen die Möglichkeit, das zu löschen. Ah, ihr seht es. Also, das Objekt, also die Galaxy Buds Live wurden entfernt, aber der Schatten ist übrig. Sieht jetzt aus wie ein Brandfleck, aber na gut. Wie gesagt, dieses Feature ist ja noch nicht zu 100%. Und dann müssen wir leider nochmal beide Augen zudrücken und abwarten, dass es besser wird. So, das war der Objektradierer. Damit ist Punkt 2 auch abgehakt und wir gucken, was als nächstes dran kommt. Nein, das nicht. So, Autofokus und Exposure. Dafür müssen wir nochmal in die Kamera. Und zwar in den Videomodus. Ihr wisst, wenn wir jetzt hier nach rechts oder links swipen, dann wechseln wir zwischen den einzelnen Modi. Wir müssen jetzt aber hier im Videobereich bleiben, einmal drauf tippen, um zu fokussieren. Und wenn wir jetzt rechts oder links wischen, dann seht ihr schon, wird das Display bzw. die Aufnahme heller oder dunkler. So, wir können natürlich den Autofokus auch fixieren. Das heißt, wenn ich jetzt meine Hand
anvisieren möchte, wird sie immer unscharf bleiben, denn wir haben den Teppich anfixiert. So, aber immer noch funktioniert hier das Aufhellen und Abdunkeln der Szene. Wunderbar, sehr gut gelöst, Samsung. Damit wäre Punkt 3 auch abgearbeitet und wir kommen zum vierten Punkt. Dieser nennt sich Multimic Recording. Das ist ganz spannend. Dafür brauchen wir nämlich auch die Galaxy Buds. Denn sie werden zusammen mit dem Galaxy Note 20 Ultra die Audioaufnahme tätigen. Zunächst einmal gehen wir in die Bluetooth-Einstellung und verbinden das Telefon mit den Galaxy Buds Live. Geben dem Gerät nochmal einige Sekunden. So, verbunden. Wir gehen in den, ganz wichtig, wir gehen in den Profi-Video-Modus. Und da klicken wir auf Omni, beziehungsweise auf das Mikrofonsymbol und da BT-Mix, das heißt Bluetooth-Mix. Wir gucken uns nochmal die Infomeldung an. Mikrofon gleich. Mikrofon, Bluetooth und Telefon zum Aufnehmen von Ton über Ihr Telefon und Ihr Bluetooth-Gerät. So, und jetzt machen wir Folgendes. Ich nehme gerade dieses Video auf mit dem Sony Xperia 5 Mark II und wir werden uns jetzt erstmal die Audioaufnahme direkt von dem Sony Xperia anhören und im Anschluss hört ihr dieselbe Szene, allerdings mit der Audioaufnahme der beiden Geräte Galaxy Buds Live und dem Galaxy Note 20 Ultra. Somit habt ihr einen Vergleich. So, jetzt kommt die Audioaufnahme vom Sony Xperia 5 Mark II. So, wir haben es geschafft. All das, was ihr an Audio hört, wird über das Galaxy Note 20 Ultra sowie über die Galaxy Buds Live aufgenommen. Ich bin wirklich ziemlich gespannt, wie die Audioqualität am Ende sein wird. Finde ich ein cooles Feature. Mal sehen, ob es auch praktisch und gut ist in der Praxis. Und jetzt hört ihr die Audioaufnahme der beiden Geräte Galaxy Note 20 Ultra und Galaxy Buds Live. So, wir haben es geschafft. All das, was ihr an Audio hört, wird über das Galaxy Note 20 Ultra sowie über die Galaxy Buds Live aufgenommen. Ich bin wirklich ziemlich gespannt, wie die Audioqualität am Ende sein wird. Finde ich ein cooles Feature. Mal sehen, ob es auch praktisch und gut ist in der Praxis. Okay, hätten wir diesen Punkt auch abgehakt. Wir kommen zum fünften Punkt, der ist euch schon bekannt, Augenkomfort. Hatte ich euch bereits auch schon im letzten Video gezeigt. Da gehen wir nur noch mal ganz kurz in die Einstellung. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Unter dem Punkt Anzeige haben wir jetzt hier die Funktion Augenkomfort. Hier oben wird das nochmal beschrieben, was es genau macht. Und wir haben die Möglichkeit, zwischen adaptiv und individuell zu wählen. Wir haben es ja bei adaptiv belassen gehabt damals. So, auch abgehakt. Neuer Punkt, Schutz der Privatsphäre. Metadaten, Standortdaten aufgenommener Fotos, Vorteilen entfernen. Das ist gut, zeige ich euch. Wir schießen ganz schnell ein Foto. Zack. Und gucken es uns an und klicken auf das Symbol hier zum Teilen. Und wir kriegen direkt angezeigt hier Standortdaten entfernen. Das ist die neue Funktion. Wenn man, keine Ahnung, warum auch immer, wenn man die Standortdaten entfernen will, vor dem Teilen, kann man das nur tun. Genau. So, haben wir den Punkt auch. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der nennt sich Private Share. Nach dem Update auf One UI Version 3.1 ist eine neue App installiert worden. Die nennt sich auch Private Share. Wir klicken mal drauf und sehen uns an, was da beschrieben wird. Geben Sie Dateien privat frei, verhindern Sie, dass Empfänger sie weitergeben und legen Sie ein Ablaufdatum fest. Schützen Sie Ihre Daten mit Blockchain-Technologie. Das ist krass. Okay, wir können sogar entscheiden, wem der Empfänger es weitergeben kann oder nicht. Das ist ziemlich krass. Okay, wir klicken auf Weiter. Keine SIM-Karte, setzen Sie zuerst eine... Ah, ja, okay, ich verstehe. Also für euch nochmal,
im Galaxy Note 20 Ultra ist keine SIM-Karte, denn ich teste zurzeit ein anderes Gerät und da ist die SIM-Karte drin. Ich zeige euch jetzt auch, welches Gerät. Einen Moment. Könnt ihr mal sehen, mit was ich gerade hier das Video aufnehme? Könnt jetzt sehen, mit welchem Gerät ich dieses Video gerade aufnehme. Es ist nicht das iPhone, sondern jetzt seht ihr es, das Sony Xperia 5 Mark II. Das Unboxing-Video folgt auch in Kürze. Abonniert also gerne meinen Kanal, um es nicht zu verpassen. So, das war der vorletzte Punkt und wir kommen zum letzten Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich euch diesen leider nicht zeigen werden kann, denn ich besitze nur ein Galaxy-Telefon und um euch diese Funktion zeigen zu können, bräuchte ich eigentlich noch ein Galaxy-Tablet. Das habe ich allerdings nicht. Von daher ist an dieser Stelle hier Schluss und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao.